So, und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Blackguards. Ich bin ganz ruhig, ich bin ganz entspannt. Wir sind bei der, glaube ich, ersten Mission, wo ich wirklich, wirklich Schwierigkeiten langsam habe, hier durchzukommen. Und das liegt nur an diesem dämlichen Kristall hier hinten. Aber gut, wir probieren jetzt mal unser Bestes. Ich glaube, das Aufleveln bringt es auch nicht wirklich. Ich probiere dieses Mal eine andere Taktik, und zwar nicht meine Leute zu verstärken, sondern einfach voll auf Angriff zu gehen. Und ich hoffe, dass das trotz dieses dämlichen Kristalls auch funktioniert, dass wir Naurim da ein bisschen den Weg freiräumen. Und Naurim kriegt natürlich gleich wieder eine rein. Na, niemand ist ausgewichen, schön. Wir versuchen jetzt einfach, den hier auszuschalten. So, Naurim muss natürlich laufen. Das ist klar. So, und du darfst jetzt auch gleich einen Zauber wirken. So. Und er sieht ihn nicht. Dann, ja, aber dann rutscht er wieder aus. Aber wenn er hier hinläuft, nicht. Sehr gut. So, jetzt komm. Wenn einer weg ist, ist einer weg. Gut. Wenigstens einer schon mal. Rutsch doch aus! Ich will diese Mission jetzt schaffen. Aber so viel hält Naurim dann eben doch nicht. 10 und 11, komm, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ja, den heilst du nicht mehr, du Drecksack. Oh, 10 und 11, ist das nicht ein bisschen übertrieben hier? Okay, pass auf. Wir machen das jetzt so. Was macht der schon wieder hier? Autsch. Na klar, auch noch vergiften. Warum auch nicht? Sehr gut. So, Naurim ist dran. Ich habe mit Naurim natürlich jetzt keinen Zaubertrank mehr. Ich müsste mit ihm jetzt weiterlaufen. Müsste ihn aber auch heilen. Ich habe... In der nächsten Runde wäre Zurbaran dran. Er könnte ihn heilen, aber er müsste ihn schon erstmal das Gift aus dem Körper bringen irgendwie. Das ist so ätzend, das ist so... Ach. Er hat nichts mehr, ne? Doch, er... Wieso hat er jetzt wieder was? Letztes Mal hat er nichts mehr gehabt. Okay, dann machen wir das Ganze doch so, dass er jetzt den Heiltrank nimmt. So, Zurbaran darf nach vorne... Und darf jetzt einen Zauberspruch wirken. Und wehe, wehe, Zurbaran, der geht daneben. Das verzeihe ich dir dann nie. Konzentrier dich. Nein! Hat's geklappt? Es hat geklappt. Es hat Gott sei Dank geklappt. Autsch. Daneben. Daneben, sehr gut. So, jupp, das war ja klar. Risa. Verdammt. Schade. Das hätten wir jetzt echt brauchen können. Der geht auf Zurbaran. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Solange nicht mein Naurim angreift. Das ist allerdings jetzt ein bisschen ätzend. So, Niam. Trifft natürlich. So. Lauf! In der nächsten Runde kann ich den Kristall platt machen. Weißt du, was ich jetzt mache? Nee, das. Nee, die heilen sich ja. Das heißt, ich werde jetzt mir das Gift aus dem Körper holen. Finde ich übrigens sehr cool, die Animation. Okay, zwei, drei scharen sich um Naurim. Jetzt ist Breeza dran. Los, Breeza, komm schon! Sehr gut. Aua, das wird so wehtun. Acht. Jetzt ist er dran. Der rutscht nicht aus. Natürlich rutscht er nicht aus. Aber ich bleib trotzdem an ihm dran. So, wieder einer weg. Naurim, walte deines Amtes. So, endlich. Und jetzt kann ihn Zurbaran praktisch eigentlich unterstützen. Praktisch eigentlich. Der hat zwar auch nur noch 17, aber ich glaube, jetzt auf Angriff zu gehen, ist wesentlich, wesentlich wichtiger.
Vielleicht sogar den Flächenangriff. Ja, drei bei jedem ist jetzt auch nicht so überwältigend. Naurim, überlebe. So. Sie steht auf der Seite des Flusses, das heißt, ich werde mit ihr versuchen, hier hinten zu helfen. Komm schon. Acht. Naurim, halt durch. Naurim ist gleich tot. Risa. Alter! Was ist denn du für einer? Oh, nur 65. Aber sie trifft. Sie trifft. Okay. Er muss da jetzt ganz dringend weg. Und muss jetzt geheilt werden. So, Baran, jetzt kommt's auf dich an. Das kriegst du jetzt hin, oder? Gott sei Dank. So. Naurim ist wieder einigermaßen fit, zumindest. Aua! Priester kriegt gerade ein bisschen was ab. So, du zielst nochmal auf ihn. Ah, das läuft. Heute läuft's. Heute geht's. So, Naurim darf jetzt wieder kloppen. Zurbaran, würde ich sagen, weil er hat nur 50%. Außer, wir können mit ihm 78, komm, mach ihn weg. 10, immerhin. Naurim, halt durch. Breezer steht wieder auf, das ist sehr gut. Ich würde Breezer ungern verlieren. Wir haben Breezer verloren. Nein, haben wir noch nicht, sie lebt noch. Okay, mach den weg, der muss weg. Sehr gut. Breezer ist noch da. Er hat noch einen. Er hat noch 19. Dann würde ich sagen, hau den einen erstmal weg. Und du, Zurbaran, darfst nochmal eine Heilung sprechen auf Breezer. Die brauchen wir nämlich gleich. Zwei Wunden hat sie. Okay. Ich glaube, dieses Mal wird's was. Ich glaube, dieses Mal kriegen wir es hin, Freunde. Der fuchtelt wieder. Naurim ist weg. Einfach mal so. Schön. Verdammt. Okay. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht... Und jetzt fehlen uns hier auch noch die... Hat keinen Sinn. Komm. Hau dir was rein. Zurbaran im Nahkampf. Das ist traumhaft. Okay, Breezer... hierhin. Je weiter wir wegstehen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir treffen. Acht. Zurbaran ist auch fast tot. Der kriegt jetzt wieder was ab. Drei. Okay, damit kann ich leben. Niam, hau ihn weg. Komm. Acht. Sehr gut. Zurbaran zieht sich bitte ein bisschen zurück. Und darf sich jetzt auch mal selbst heilen. Schlimm genug, dass wir Naurim verloren haben. Da muss Zurbaran jetzt nicht auch noch gehen. Da kommt er wieder. Und wieder genau ins Gesicht. Sowas Mieses. So, jetzt ist er aber weg. Das war's. Jetzt haben wir nur noch den Lurch da hinten. Der sich erstmal Spezi reinzieht. So. Mit ihr zu laufen ist sowas von unsinnig. Ah, sie trifft sogar. Mit 10%. Wow! Komm! Okay. Zurbaran kann hier mal hergehen. Und jetzt... Für Naurim! Ja, für Naurim. Warum nur? Ja. Weil er da hinten in Deckung steht, der miese Lurch. Schön. Aus dem mache ich eine Handtasche. Für Breezer. Die freut sich dann. Okay, 10%, das hat wenig Sinn. Dann riskiere ich es lieber.
Ja, aber da läuft sie halt voll durchs Wasser. Das ist ein bisschen ätzend. Dann laufe ich jetzt mal hier rüber. Und sie rutscht natürlich aus. Leg dich hin. Ruhe dich ein bisschen aus. Das sind noch 78%. Und er trifft natürlich und es ist vorbei. Sie ziehen sich zurück. Ach, der Drache soll sie holen. Schöne Brücke. So, Zaubertrank bekommen. Sehr gut. Nicht nehmen. Nö, will ich nicht. Okay, nehmen wir alles mit. Jetzt bin ich gespannt, was uns unsere Kommandantin zu berichten hat. Oh, jetzt haben wir hier auch eine Wirtin. Ah, je mehr wir also hier schaffen, desto besser wird's. Cool, da hinten feiern sie schon. Ja, die feiern. Ey, wir sind so cool. Wir sind die Helden. Ich gehe mal zur Wirtin. Die Götter zum Gruße. Sucht ihr ein Bett? Jo. Dann übernachten wir doch mal. Horon mit euch. So. Ausgeschlafen. Wir brauchen eine Heiler, einen ja? Heiler. Breeza, zwei das Wunden. Das haben wir gleich. Nur Breeza, bitte. Okay, wir sind wieder voll einsatzbereit. Das ist natürlich traumhaft. Kommandantin, wir haben es geschafft. Gut gekämpft. Danke. Ich würde euch in meine Echsenjägertruppe aufnehmen. Aber wie es scheint, seid ihr Verbrecher. Also das verletzt mich. Ihr habt einen Tag, um über die Grenze zu verschwinden. Niemand hat euch hier gesehen. Mit diesem Gold solltet ihr eine Weile überleben. Wenn euer heißblütiger Südländer es nicht an die Huren verschwendet. Wen sie da wohl meint. Okay, dann hast du noch was zu sagen? Wir sehen uns. Ach, halt die Klappe. Okay, dann würde ich sagen, 20 Dukaden. Okay, nicht schlecht. Wir hauen ab. Tschüss. So, jetzt sollten wir auch über die Grenze kommen. Winnep. Nach Winnep. Die Karte ist auch so schön designt hier. Wenn man sich hier so umsieht. Oh, und da geht's noch richtig weit. Dann geht's hier noch. Das ist schon eine große Karte. Aber das ist echt schön gemacht hier mit den Kerzen, Totenschädeln. Wir werden natürlich auch oft in die gleichen Städte wieder zurückkehren. Oh, hier. Cool. Schön gemacht. Gefällt mir extrem gut. Oktopus. So, aber jetzt gehen wir erstmal nach Winnep. Wieder eine neue Stadt. Da kommt der Bluthund wieder. Gleich wird er bellen. Sehr ehrbar von euch, Morbal gegen die schuppige Meute zu verteidigen. Aber das ändert nichts daran, dass ihr Gesetzesbrecher seid. Keiner von euch wird dieses Land verlassen. Aber tröstet euch. Ich bin sicher, der Morast der Sümpfe wird euch mit offenen Armen empfangen. Der Mann hat recht. Die Sümpfe könnten uns helfen. Die Sümpfe könnten uns helfen, das Terrain nutzen. Jetzt ist halt nur die Frage, die könnten uns, glaube ich, auch schaden, die Sümpfe. Vor allem, wenn ich hier so hergucke. Wenn ich mich hier so umsehe, dann... Weiß nicht. Drecksack. Okay. Auf jeden Fall kann das für die Bogenschützen nicht das Schlechteste sein. Der Kampf wird echt ätzend. Habe ich das Gefühl. Breeza, hierhin. Ich hoffe, die rutschen da nicht aus. Die da hinten sieht sie ja gar nicht. Doch, ihn sieht sie. Perfekt. 9. Naurim darf auch mal draufhauen. So, einer ist schon mal weg. Sie hätte ich gern hier drin. Dass sie die Seite hier praktisch übernimmt. 21, 25. Den sehe ich nicht, den auch nicht. Dann würde ich sagen, erstmal den 21er hier. Niam. Trifft auch sehr gut. So, Surbaran kann hier eigentlich stehen bleiben und das ein bisschen abhalten. Hier ist natürlich jetzt wieder Sobarans Magie gefragt, würde ich mal behaupten. Nein! Autsch.
Autsch. Daneben. Autsch. Okay. Sobaran und Naurim kriegen jetzt natürlich alles volle Knecke ab. Aber weißt du was? Ich muss gucken, wen habe ich vorhin verletzt? War das er hier? Nee, der hat noch 24. Das war der dahinter, ne? Aber ich sehe den dahinter nicht. Das heißt, ich werde nur auf den zielen können. 11. Naurim. Ach nee, den ich vorhin verletzt habe, den habe ich ja schon weggemacht. Genau. Kriege ich ihn weg? 10. Verdammt nochmal. Was ich jetzt aber machen könnte. Nee, das wäre ein bisschen kontraproduktiv, glaube ich. Ich gehe hier mal in den Sumpf. Ich mache das jetzt einfach nochmal. Wir schützen Naurim. Vielleicht lassen sich diese... Okay, sie lassen sich nicht dazu überreden. Ich habe gedacht, vielleicht gehen sie alle auf Naurim. Das wäre mir wesentlich lieber gewesen. Ja, geht auf Naurim! Au. Also stören tun mich wirklich im Moment hier. Die zwei. Die sind ätzend. Bei Breeza... Die oben bei Naurim sind gar nicht so wild. Okay, wir machen jetzt erstmal den hier weg. So, du legst dich schlafen. Und dann würde ich behaupten... Niam könnte doch hier ein bisschen unterstützen. Breeza kann natürlich hier jetzt gar nichts machen. Könnte sich aber mal vorsichtshalber einen Heiltrank reinpfeifen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so dumm. So. Naurim, sage ich schon. Sobaran. Könnte doch... Erstmal... Wenn er hier hingeht... Weiß nicht, ob das jetzt so klug war. Ich wollte halt ihn so weit wie möglich von den Gegnern wegbringen, aber hier hinten wäre er, glaube ich, dann zu weit weg von Breeza. Ich würde sie nämlich auch gern mit diesem Zauber hier belegen und das geht natürlich wieder nicht. Okay, aber dann geht vielleicht was anderes. Okay, machen wir auf ihn. Komm schon. Sehr gut. Gut pariert. Der trifft natürlich und trifft natürlich nochmal. Ausgewichen. Er geht wieder auf Subaran. So. Naurim ist dran. Er hier hat noch 25. Er hat noch 21 und er hat noch 25. Okay, dann ist er erstmal der Kandidat. Wobei, nein, auf ihn können mehrere gehen. Machen wir das so. Wenn er weg ist, kann er nämlich nicht mehr angreifen. Aber ich würde doch ganz gern erstmal diesen Kollegen hier endlich wegmachen. Na toll. Breeza könnte jetzt natürlich nichts tun, weil sie niemanden sieht. Aber sie könnte hier in Deckung gehen. Nein. Okay. Nein! Was? Das war... Ach, das war Sobaran. Ich habe einen Fehler gemacht. Verdammt. Nicht gut. Gar nicht gut. Autsch. Ich hätte sie da reinlocken sollen. Warum fällt mir sowas immer erst später ein? Obwohl sie es am Anfang noch sagen. Dass wir den Sumpf nutzen sollen. Naurim. Er hat noch 16. Er hat noch 21. Er hat noch 25. Das bedeutet, er muss auf jeden Fall weg. Genau, weg da. Er hat nur noch 1. Er hat noch 14. So, leg dich mal hin. Ist gemütlich im Sumpf. Sobaran
Weg da und heilen. Ganz, ganz dringend. So. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Brisa! Brisa hat nur noch zwei. Aua! Naurim wird da hinten regelrecht verprügelt. Brisa hat nur noch eins. Schauen wir mal, ob wir das in der nächsten Folge hinkriegen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao. Oh Mann.